uns gedacht. Und bis jetzt sagen wir das Al-Qur'anu Kalamullah, ob ihr wollt oder nicht. Khalas, tabat. Als Abu Bakr radiyallahu anhu diese Aya vorgelesen hat, Ibn Abbas hat er gesagt, Wallahi, jeder Sahabi hat er vorgelesen, bis laut geworden ist. Fa'uqida Umar. Umar ist am Boden. Uthman kadalik, Ali radiyallahu anhum kadalik. Warum, achi, warum? Weil die haben richtig al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam geliebt. Al-Habib ibn Zayd radiyallahu anhu, er hat im Musaylim al-Kadhab Kishnab. Der wollte nur ihm etwas zu sagen und dann hat ihm festgenommen. مسيلم الكذاب الذي كان يقول بأنه نبي ده hat er immer gesagt, ich bin auch ein Nabi, محمد النبي und ich bin auch ein Nabi, مسيلم الكذاب. Und da haben ihm immer gesagt, ja, الرسول صلى الله عليه وسلم, der bekommt Offenbarung. Der sagt, ja, ich bekomme auch Offenbarung, ich krieg auch Wahi. قال تعالى ده زاك شومان الكذاب مسيلم الكذاب الرسول صلى الله عليه وسلم diese Spitzname gegeben, also nur مسيلم geht nicht, musst du الكذاب sagen, das ist auch ein Wunder, hörst du مسيلم kommt الكذاب automatisch 1 plus 1 gleich 3, nicht 3 nur 2. سبحان الله hat ihn festgenommen. Hat er gesagt, erstens, Musaylim al-Kadhab, ich bekomme auch Wahi, Offenbarung. Qala ta'ala, inna a'tainaka al-Kharuf an-Nattah, fasalli lirabbika wartah, inna shani'aka huwa al-Saffah. Was ist das? Ist das Koran, achi? Das ist kein Koran, das ist Lüge. Du brauchst Schläge, achi. Schläge, richtig Schläge. Da kam auch einer zu ihm, hat ihm gesagt, Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, kam ein Sahabi von uns und da hatte eine kaputt Augen gehabt. Und einfach al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat er nur pff, pff, und so gemacht, schon geheilt. Kannst du das auch machen? Doch, ich kann das auch machen. Da kam zu ihm, hat gesagt, ja, mach. Einer war kaputt und der andere war richtig geheilt. Bei der geheilt ist, hat er so gemacht, die zweite ist auch kaputt gegangen. La hawla wa la quwwata illa billah. La musta'an akhi. Na'am. Hauptsache, dass Bilal radiyallahu anhu hat von al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam geträumt. Und da hat er gesagt, al-Rasul zu Bilal, im Traum, ma hadha al-Jafa'i, ya Bilal, alam tashtaqu ilay, warum kommst du nicht zu mir, zu besuchen? Warum? Weil, wie gesagt, Bilal radiallahu anhu ist nicht in Medina geblieben, der ist nach Damaskus, nach Syrien. Hat er zu Abu Bakr radiallahu anhu gesagt, ya Abu Bakr, in kunta a'taqtani fi sabilillah, lass mich. Aber in kunta a'taqtani, für dich, ich bleib mit dir. Faqala Abu Bakr, wa huwa alladhi a'taqahu fi sabilillah. Wallahi ma a'taqtuka illa fi sabilillah. Idhhab fa anta hur. Da ist nach Syrien dort also gegangen. Dort geblieben und hat von Rasul Allah geträumt, hat ihm Rasul Allah gesagt, ja Bilal, hast du mich nicht also vermisst? Als Bilal, radiallahu anhu, das gesehen hat, morgen früh eingepackt nach Medina. Syrien nach Medina. Fadachal, der ist in Moschee reingekommen, wo Grab von al-Rasul sallallahu alaihi wasallam und Grab von al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der war nicht in Moschee. Der war draußen. Mat al-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi beitihi, in seinem Haus.
اسأل رسول صلى الله عليه وسلم جشتابن ناخ أبو بكر ناخ عمر ناخ عثمان ناخ علي دان كام أين ده هات جزاك أوكي في ماخن أين بسين ده موشي غوص und da haben auch also die Wohnung von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam auch in Moschee reingebracht. Und bis jetzt, die Gelehrten sind dagegen. Die Leute, die sagen, ja, man darf auch ein Grab in Moschee begraben. Nein, achi. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der sagt selber, La taj'alu qabri ida. Sagt auch, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا مساجدهم was مقابر Friedhöfe. Man darf kein Grab in Moschee begraben. Wenn das so ist, muss diesem Grab weg. Nimmst du diese Leiche und weg. جاء بلال zu Grab von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam fawajada. Er hat Al-Hassan und Al-Hussein dort gefunden. Die waren auch dort. Fadammahuma wa qabbalahuma. Er hat richtig umgearmt und auch richtig geküsst. Und da haben ihm gesagt, ja Bilal, adhin lana ya Bilal. Mach für uns Adhan. Da hat er gesagt, jetzt, das ist der Enkelsohn Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Und die wünschen das auch. Fasaid hat Adhan gemacht und die Leute, die in Medina waren, diese Stimme ist nicht fremd für uns. Wallahi, die haben gesagt, als wir das gehört haben, wir haben richtig geweint. Warum haben die geweint? Zeit von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Da haben diese Sachen nicht vergessen. Da haben immer an Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gedacht. Ja? Immer an Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gedacht. Fa'adhan, nach dem Adhan, die waren richtig ruhig. Alhamdulillah, dass wieder Bilal zu uns gekommen ist. Al-Hubayb, jetzt Al-Hubayb, der war bei Musaylim al-Kadhab. War bei Musaylim al-Kadhab und der gibt ihm Schläge. Und sagt ihm, was sagst du? Ist Muhammadun Rasul? Der sagt, na'am, Muhammadun Rasulullah. Und der sagt ihm, und ich, bin ich auch ein Rasul? Der sagt, ana asammun la asma'. Ich bin taub. Ich höre nichts. Sag, Muhammadun Rasul? Ja. Muhammad ist ein Prophet. Sag, bin ich auch ein Prophet? Ana asammu la asma'. Ich bin taub. Ich höre gar nichts. Sag, ist Muhammad Rasul? Naam. Ein Prophet. Musaylim al-Kadhab sagt, bin ich auch ein Prophet? Ana asammu la asma'. Ich bin taub. Obwohl er Schläge bekommt und obwohl er Stück für Stückchen ihm kaputt gemacht. Bis zum Tod. Hat er nur gesagt, ich bin taub. Und Muhammad Rasul? Naam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Schau mal auch, da war auch einmal Abu Bakr wa Umar. رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم دفع أخضباي und الرسول صلى الله عليه وسلم der wollte ein Serie schicken also Soldaten um einen Krieg zu machen und ein Serie wenn الرسول صلى الله عليه وسلم nicht dabei ist gibt Serie und gibt Ghazwa غزوة إس الرسول صلى الله عليه وسلم ضباي سرية إس الرسول صلى الله عليه وسلم نشت ضباي فقال أبو بكر رضي الله عنه قزاكت يا رسول الله أمر عليهم القعقاع das heißt يا رسول الله بس wenn du diese Sahabi als Amir nimmst aber Umar hat gesagt nein يا رسول الله
يؤمر عليهم الأقرع. انتان أبو بكر نعطي عمر جزاك